Hallo zusammen und willkommen zurück zu Heroes of Might and Magic 2. Ja, dann wollen wir uns doch nochmal dieses letzte Szenario des Feldzugs hier mal ansehen. Wobei es jetzt sozusagen diesmal etwas spezieller in oder anderen Form sein wird. Und jetzt warte ich mir so ein bisschen überlegt, naja, gut, dieses Mal haben wir ja nicht diese Riesenarmee mit diesen ganzen Drachen hier, wo wir einfach mal schnell zum Endboss sozusagen durchrennen und den dann da irgendwie besiegen. Sondern in Anführungszeichen ja nur diese Krone dort, die natürlich sehr gute Attribute gibt, aber wir hatten uns da doch mit den Gegnern ein bisschen rumschlagen müssen, zumal es nicht einfach so eine Seeroute gibt, wo wir da hinkommen. Und ja, da die natürlich schon vermutet, die Gegner fangen im Prinzip gleich mit neuen Städten gegen unseren Dreien und so an, dass es sich wohl doch eher eine schwierige und längere Geschichte hier werden würde. Und da war ich so ein bisschen hin und her überlegen, wie ich es denn mache. Also von der Plan, er hat mir am Anfang schon mal so ganz am Anfang einfach schon mal angesehen, wie so die Startpositionen und so sind. Du musst auch nochmal nachschauen, was diese Gegenstände, die wir uns hier aussuchen können, genau machen. Und habe mich dann am Ende dazu entschieden, dass ich im Prinzip das einfach mal die Mission probiere und das einfach mal aufnehme und dass ich es allerdings live kommentiert habe, einfach, dass ich mich auch ein bisschen besser drauf konzentrieren kann und so weiter. Und das ist im Prinzip das, was ich jetzt hier vorliegen habe. Im Prinzip eine komplette Mission dann doch am Ende an ein Stück dann durchgespielt. Und das jetzt sozusagen nochmal nachkommentiert. Also das jetzt einfach nur so als reines Video hätte ich jetzt auch nicht machen wollen. Das wäre jetzt echt auch ein bisschen albern. Ja, und ich meine, das hat jetzt für mich nochmal den Vorteil, dass ich mir jetzt im Nachhinein auch nochmal ansehen kann. Und dann sage ich nochmal so ein bisschen zum Lerneffekt. Das kenne ich von früher, als ich noch ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, ernsthaft das ein oder andere kompetitive Spiel gespielt habe. Da war es auch immer sehr sinnvoll, sich dann nochmal so ein Replay oder sowas anzusehen. Hat man nicht immer so gern gemacht, vor allem wenn man verloren hat, aber da hat man natürlich dann am meisten von gelernt. Von daher bringt das nochmal den Sinn und zum anderen kann ich natürlich jetzt wieder ein bisschen besser einschätzen, wie lange dann solche Folgen dann auch werden, wenn ich jetzt natürlich so frei hineingehe, das hat man hin und wieder mal gesehen, dann hat man eine Folge, die ist dann eine anderthalbe Stunde lang, weil man denkt, ah, vielleicht wird man noch fertig, dann muss man doch, sage ich, na, bevor es zu lang wird, mache ich ein Ende und dann geht die nächste Folge nur noch eine Viertelstunde, weil dann halt die Mission vorbei ist. Und ja, das kann ich jetzt natürlich ein bisschen besser einschätzen. Von daher in dem Fall mal diese nachkommentierte Version. Auch noch als kleiner Hinweis, ich habe hier halt auch dann wirklich versucht, naja, das von Anfang an so relativ, ich sag jetzt mal, effektiv und so weiter zu spielen. Das heißt, es gibt halt noch ein paar mehr als sonst Saves und Reloads, wo ich also jetzt schaue, einen Kampf mache, sag, ah, hier haben wir die starke Einheit so und so verloren, kann ich es nochmal probieren, ein bisschen anders vielleicht zu machen? Oder nee, dann machen wir halt den Kampf halt jetzt erstmal gar nicht und gehen erstmal weiter. Derartige Geschichten. Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir da gleich mal rein. Szenario 11, ich lese nochmal das vor, weil das, genau. Dies ist die letzte Schlacht. Sie und ihr Feind sind bis an die Zähne bewaffnet und alle Feinde sind gegen sie verbündet. Nehmen Sie Roland gefangen und verlieren Sie König Archibald nicht im Kampf. Ja, der ist natürlich hier mit dabei. Und von den Gegenständen, also ich wusste natürlich noch, Steuererklärung gibt minus Geld, die wollen wir natürlich auf keinen Fall haben. Mit der scheußlichen Maske kann man keine Truppen aufnehmen, also beziehungsweise Freistehende können sich einen nicht anschließen. Da wäre ja so ein paar verschiedene Allianzen und so, aber ich gedacht, das nehmen wir jetzt vielleicht mal nicht eher mit. Auch wenn man am Ende des Tages den Gegenstand natürlich weitergeben kann, bei der Steuererklärung, die ist natürlich immer schlecht, egal wer die hat. Und wir nehmen dann diese Fitzbin-Medaille, die gibt minus 2 Moral. Allerdings fängt unser Archibald jetzt selbst am Anfang schon mit Stufe 3 voll ausgemaxter Führerschaft an. Also kriegt einen plus 3 Bonus und wenn dann noch der, sag mal, Rassenbonus hier mit plus 1 dazu kommt, also selbst wenn er sie hätte, wäre es dann immer noch bei plus 2, also immer noch ein guter Wert. Beziehungsweise wir werden die dann halt einfach an jemand anderen weitergeben. Okay, dann drücken wir hier mal Play und lassen sie mal laufen hier. General, danke für dieses wunderbare Geschenk. Ich habe mich entschlossen, an der Überwältigung meines Bruders Roland teilzunehmen. Da uns allein Ihr militärischer Rat so weit gebracht hat, werde ich Ihre Anweisungen aufs Genaueste befolgen. Okay. Gut, und dann haben wir natürlich unseren Archibald hier stehen. Mit der Krone hat er auch schon ein paar Levelchen erreicht. Schön viel Zauberer. Also er ist übrigens dann auch ein Hexer. Und bekommt eben dann hier auch logischerweise diese ja, Hexereinheiten.
Hat schon mal Meister Spähen, gut. Meisterhafte Führung ist eben gut und natürlich verbesserte Weisheit, das ist natürlich auch gut. Und das ist, da hat er mit seiner Klasse aber auch absolut kein Problem, das da auf Max-Level zu kriegen. Dann haben wir hier Barbaren, hier haben wir nochmal einen weiteren Hexer. Und hier einen Nekromant. Und da sehen wir schon, hier ist auch gleich einer auf dem Sprung, der uns hier angreifen will. Wenn wir schon mal Pfadfinder, gar nicht so schlecht. Verbesserte Nekromantie, also die haben auch schon ein, zwei Levelchen hier erreicht. Hat jetzt ein bisschen wenig Zauberkraft der Mann hier. Und, na, eher eine Frau, ne? So, und hier gehen wir mal rein in die Stadt. Da haben wir halt einfach mal so einen Anfangs-Save, mit dem sie losgehen. So. Wir kriegen auf jeden Fall schon mal diese Todeswelle. Es ist nicht ganz schlecht. 10 Schaden pro Spellpower auf alle Gegner. Aber hier wird natürlich jetzt unter Umständen auch mal dieser Cold Ray da besser sein. Wenn ihr auf jeden Fall diesen Drachen mit. Die Zombies sind ziemlich nutzlos, die werden wir auch generell nicht mitnehmen. Wir nehmen hier mal diese Liches mit, die sind jetzt noch nicht abgegradet. Man hat gesehen, man hat alle Gebäude grundlegend schon da, nur eben dieses Upgegradete eben noch nicht. Also alle Kreaturengebäude. Und dann gehen wir hier gleich mal rein in den Kampf. Ja, 2-4, also wir sehen, da ist auch schon ein bisschen aufgewertet hier. Und da war jetzt meine Idee, erstmal hinten auf diese Ranger zu gehen. Somit verlieren wir dort erstmal keine Einheit. Bei den Liches. Ja, die Skelette werden ja eh nichts Sinnvolles machen. Jetzt ist also ein bisschen die Frage, ob wir mit unserem Drachen hier durchkommen. Hat nicht jetzt nur noch 50 HP, wenn ich so sehe. Ja, wir haben ja trotzdem mal reingeschossen, weil wir zwei verschiedene Gegner natürlich treffen. Und da ist unser Drache ja natürlich weg. Ja, und das ist halt sowas, wo ich jetzt sage, naja, also den Knochendrachen, das ist halt schon unsere beste Einheit hier gewesen. Den würde ich jetzt schon ungern hergeben. Ja. Ah, und von daher glaube ich, habe ich dann hier auch nochmal neu geladen. Und das meine ich ja, ich wollte so ein bisschen effektiv dann auch sein, weil ich mir gedacht habe, naja, ganz so leicht wird es schon nicht werden. Ist es, denke ich, auch wichtig bei diesem Kampf, ja, wo man diesen Drachen positioniert. Wenn man ihn einfach nur in der Position stehen lässt, an Position 2, wo auch diese Campen von den Gegnern sind, dann können die, weil die ultra schnell sind und der Drache auch 2 Felder weit ist, direkt quasi nach vorne laufen und einen sofort angreifen. Und dann sind sie natürlich so nah dran, dass sie dann auch gleich auf die Liches gehen. Und daher macht es auf jeden Fall Sinn, das so rumzumachen. Wir haben das jetzt so rumgemacht. Wir werden jetzt natürlich hier auf jeden Fall so einen Lich verlieren. Das ist halt das, was ich so ein bisschen verhindern wollte, aber natürlich lieber ein Lich weg als statt den Knochendrachen natürlich. Und jetzt brauchen wir auch, denke ich mal, die Skelette nicht. Ja, genügend HP hier. Und rennt weg. So,
einen Ditch halt verloren, aber so ist es halt. Jetzt muss man natürlich mal schauen, wir haben nicht extremst viel Gold. Weil wir haben nicht noch einen zweiten gegnerischen Helden, der uns ja gleich belagert. Den wollen wir natürlich auch noch wegkriegen. Nämlich dort beim Barbaren. Den müssen wir jetzt auch mal ein bisschen testen, wie es aussieht. Du hast jetzt hier Logistik einfach. Meisterhaftes Pfadfinden ist wahrscheinlich egal. Wir müssen jetzt einmal testen. Wir würden gerne noch diese zusätzlichen Goblins aus der Hütte vielleicht mitnehmen. Und das geht. Das hängt so ein bisschen, denke ich, davon ab. Wenn man nämlich nicht mit Logistik mit dem Held, also die kriegen teilweise am Anfang auch verschiedene Skills und so zugewürfelt, hat. Oder man kann zum Beispiel auch unter Umständen, wenn man keine Orks dabei hat, dann ist man natürlich auch schneller. Dann kann man das schaffen. Man schafft es, denke ich, nicht in die Burg reinzugehen und von dort aus noch dahin zu kommen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen zweiten Helden, der uns ein paar Einheiten mitbringt. Und damit das funktioniert, brauchen wir natürlich noch ein bisschen zusätzliches Geld. Und von daher werden wir jetzt wahrscheinlich mit Archibald ja erstmal ein bisschen Gold aufsammeln. Genauso wie mit dem Mann da drüben sicherlich auch. Aber ich so am überlegen, was so die beste Route ist. Natürlich wäre ich auch gerne nach links hier gegangen. Das ist nicht eine Schwefelmine. Und Schwefel brauchen wir natürlich noch, um die Drachen dann weiter auszubauen. Weil grüne Drachen können wir schon erzeugen, aber wir brauchen halt nochmal einiges an Schwefel, um dann halt auf schwarze Drachen hochzukommen. So, wie sieht es denn hier jetzt aus? Brauchen wir auf jeden Fall mal die Zyklopen und jetzt halt irgendeinen Mann, der uns was rantransportieren kann. Ich denke Zauberer. Ne, sie ist auf jeden Fall schon schneller. Ja, und jetzt muss man natürlich mal so ein bisschen hier austesten, wie es aussieht. Ob wir hier unten gleich noch was mitnehmen können. Wir hätten natürlich nicht gerne noch ein bisschen mehr Gold, weil wir würden natürlich gerne jetzt auch anfangen, Statuen und ähnliches zu bauen, um dann in Zukunft noch mehr Gold zu bekommen. Daher machen wir ja nochmal einen Save, ob sich das ausgeht. Leider nur den Tausender. Na, komm noch an. Okay, ging sich genau aus und du kannst ja auch angreifen. Ja, die waren natürlich klar, damit die weg sind. Müssen wir bloß aufpassen, dass uns die Einhörner dann nicht angreifen. Andererseits wollen wir halt relativ schnell zu diesen Großdruiden hin. Ich denke, hier werden wir sogar angreifen. Ne? Oh, gelähmt, sehr schön. Da kam nicht gleich mal 40 Schaden auf uns hier. Er hat natürlich schon ganz schön Schaden angerichtet. Das wollen wir natürlich nochmal neu probieren. Da haben wir jetzt schon hinten raus ganz schön Pech gehabt. Diesen ein Hörnchen da.
Also nochmal Angriff, ja. Und so weit können wir uns auch gleich zwischenspeichern. Es macht halt in dem Sinne trotzdem Sinn, dass die Orks noch mit da sind. Jetzt, wo ich das jetzt natürlich nochmal sehe, was hätte mehr Sinn gemacht? Wir hatten ja mehr als einen von diesen Orks, wenn die natürlich splitten können in mehrere Stacks. Okay, ja, diesmal haben wir es hinbekommen. Dann hätten die nämlich mehrere Schüsse auf die verbraucht. Ne? Also solche Kleinigkeiten, das meine ich eben, das fällt einem im Nachhinein sicherlich dann nochmal auf, wenn man es sich nochmal so ansieht. Also wäre ich gar nicht so schlecht. Definitiv noch Optimierungsbedarf. Hier gibt es jede Menge von diesen Hütten, das ist auf jeden Fall gut. Noch ein paar Einheiten hier zu haben. Ja, schon ein bisschen Angriff und so weiter. Navigation werden wir, denke ich, nicht brauchen, aber gut. Oben ist schon mal so ein Wachturm, da gibt es halt noch mehr Orks. Wäre auch in Ordnung. So, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen schauen, wie es mit Geld technisch hier aussieht. Brauchen nicht extrem viel Erz, aber halt sehr viel Schwefel. 3000, wird es halt relativ schwierig damit. Und es braucht halt sehr viel zusätzliche Ressourcen. Natürlich ist ansonsten dieses Verlies schon ziemlich gut eigentlich. Ich denke, er wird erstmal nur ein bisschen was aufsammeln hier. Und dann natürlich am Ende des Tages sehr ärgerlich, weil wir Geld haben wollten. Am Ende natürlich nicht schlecht. Artefakt dort einfach so zu bekommen, dass wir das bezahlen mussten oder so, aber es ist natürlich jetzt nicht so unbedingt das, was ich so haben wollte. Naja. Jetzt können wir uns ja halt nur ein bisschen umsehen, wo noch vielleicht was Sinnvolles in der Nähe ist. Wir können uns immerhin zwei Statuen kaufen. Naja. Mehr Erz hätten wir jetzt ja sowieso nicht. Da kriegen wir schon mal ein bisschen was pro Tag als Einnahmequelle und eine Goldmine haben wir ja auch schon gesehen bei Archibald dort unten, die werden wir uns dann auch noch schnappen sicherlich. Also nicht in diesen ersten Tagen, aber er könnte, also er sieht jetzt sowieso hier nicht stark genug aus, um irgendwas zu bekämpfen. Von daher kann er sich auch einfach hier mal so noch ein bisschen schneller machen für die zukünftigen Züge. Da wollen wir mal so ein bisschen erkunden hier. Und mehr Helden jetzt anzuheuern, haben wir erstmal kein Geld. Muss auch erstmal nicht sein, dann haben wir immerhin jetzt schon 5 Stück. Das ist mal eine Menge Geld, die nehmen wir jetzt auch mit Archibald hier lieber erstmal Geld mit, weil das brauchen wir am Anfang. Das war, denke ich, sogar Quatsch hier zu speichern, weil die haben ja Angst vor uns. Oder gut, ich wollte halt schauen, wie es von den Zugreihenfolgen und so geht. Ein paar Diebe oder Räuber, ich bin nicht ganz sicher, wie die hier im Deutschen heißen.
Kein Problem für unseren, auch wenn es so ein Drache ist, ne, aber trotzdem. Kinetischer Anhänger. Immun gegen Lähmung, das ist ja in Ordnung. So, jetzt allerdings hier schnell dann Richtung Gold. Wobei wir uns vielleicht mal diesen Friedhof hier noch anschauen könnten. Ja, im Prinzip kommen wir jetzt eh nicht hin. Jetzt mal Zauberkraft. Noch eine Goldmine. Viele Schwertkämpfer, da brauchen wir natürlich auch noch ein paar Einheiten, bevor wir da was machen können, aber grundlegend ja schon mal gut. Oder schaffen wir das mit unseren zwei Zyklopen? Echt? Sind natürlich auch Meisterschwertkämpfer dabei, ich glaube mal nicht. Okay. Ist einfach zu viel. Wir haben nur noch einen Zyklop gedrückt. Nee, nee. Aber das wird nichts. Also haben wir mit nur der einen Einheit jetzt halt auch nicht besonders viel, dass wir da taktieren können. Wir könnten die zwei splitten, aber ich denke mal, da macht das jetzt ja auch keinen Sinn. Wölfe halten jetzt an sich nicht extrem viel aus, aber machen halt trotzdem einfach zu viel Schaden, ne? Sie stellen sich nicht so hin, damit wir mehrere angreifen könnten. Also da fehlt es noch ein bisschen. Kann man noch ein bisschen weiter erkunden hier. Was mitnehmen. Da muss er wohl außen rum. Eine Goldmine. Ein bisschen mehr Holz ist auch in Ordnung. Und gibt es natürlich allerdings auch noch ein paar. Und vor allen Dingen eine Erzmine. Ein bisschen Erz brauchen wir auch. Bauernhaus ist uns eigentlich ziemlich egal. Und er hat ja mit diesen, oder sie jetzt, mit diesen Knochendrachen natürlich schon ein bisschen was an Einheit hier, was relativ gut ist. Und da können wir, denke ich, einfach so hin. So, und sie kann jetzt natürlich hier nochmal ein paar Truppen und so ein bisschen einsammeln. Das ist dann gleich die nächste Hütte. Na, Stockhütte könnten wir zum Beispiel aufbauen hier. Brauche erstmal nur Holz, aber da haben wir momentan auch noch keine Einnahmen davon. Aufgebaute Brücke wäre natürlich irgendwann gut, aber ich denke mal, die Drachen haben erstmal ein bisschen eine Priorität. Na, Friedhof wollen wir nicht aufbauen, also die Zombies werden wir nicht mitnehmen. Die sind da einfach nicht gut genug. Sturm brauchen wir nicht. Marktplätze werden irgendwann natürlich interessant werden.
Zumal wir halt auch gleich drei oder so davon theoretisch dann bauen könnten. Ne? Na gut, dann mal Tag zu Ende hier. Nochmal saven. Ich Gräber durchsuchen. 100 mutierte Zombies. Wir stehen jetzt nicht so, dass wir mehrere gleichzeitig treffen können. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ach doch, euer. Also. Ich mache halt zu viel Schaden. Wenn es normale Zombies gewesen wären, die halt auch extrem langsam sind und uns dann nicht nochmal wieder angreifen können, also nicht so weit laufen könnten, dann wäre es natürlich in Ordnung, aber so wäre natürlich keine Chance. Also wir hätten von unten jetzt ja auch eher angreifen müssen. Ja, auch 20 HP oder so, das ist natürlich Quatsch. Aber gut. Ja, das ist dann natürlich echtes Game Over. Ja, also Friedhof lassen wir mal aus. Greifen wir stattdessen mal die Magie hier ein bisschen an. Ja, hier machen schon wesentlich weniger Schaden. Goldmine. Also wenn wir dann überlegen, ja, so langsam könnten wir zumindest mit ihnen hier ein bisschen Erfahrung so mitnehmen. Naja. Ja, natürlich weitere Minen und sowas ein bisschen mitnehmen. Auch die Upgrade-Gebäude, also die unsere Attribute ein bisschen erhöhen oder uns Skills lernen und ähnliches, und ich auch alles interessant. Schrein des ersten Kreises setzt sich sicherlich nicht extremst interessant. Wir wollen mit ihnen sicherlich eher die starken Zauber haben. Meine Idee ist natürlich, mit ihm dann auch irgendwann in die Richtung zu diesen, ja, zu dieser Burg da zu kommen, weil da logischerweise dann auch unsere Truppen dann mehr oder weniger mal landen. Aber wie schon gesagt, dabei halt so versuchen, so jetzt von Westen aus so ein bisschen so einen Bogen zu schlagen und dann uns Richtung Osten zu bewegen. Um dann dort natürlich, wie schon gesagt, die ganzen Gebäude, die wir da irgendwie finden, die uns da aufwerten und ähnliches, ein bisschen mitzunehmen. Was es da Schönes gibt. Wir können nicht ihnen helfen. Pfad finden. Okay, das ist aber eine schöne Sache. Hat er noch nicht, könnte er natürlich gerne mitnehmen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir mit ihm dort runterkommen. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, weil zum Kämpfen ist er natürlich nicht geeignet. Habe immer noch mal einen weiteren Ausguckturm. Das bringt uns schon mal ein bisschen was.
kannst eigentlich theoretisch einfach mal hingehen. Das ist relativ egal, wenn er eh nicht viel zum Kämpfen kommt, dann kannst du es einfach mal mitnehmen. Halt so ein bisschen versuchen auszukundschaften, wo jetzt wirklich eine sinnvolle Route ist. Adlerauge, ja. Nicht so besonders, aber bei ihm macht es jetzt einfach auch keinen Unterschied so richtig. So, schön Erz hier gesammelt. Egal, also sie kann auf jeden Fall schön hier noch was einsammeln. Mal schauen, ob wir bei den Mumien da durchkommen. Da unten ist eine weitere Erzmine dann. So, dann kannst du noch ein paar Goblins und sowas einsammeln. Aufzubauen, die auch nicht schlecht. Da erstmal noch ein bisschen mehr Gold hier uns drum zu sorgen. Wir können noch nicht den schwarzen Turm machen. Wir könnten jetzt das Verlies bauen. Ich gehe mal davon aus, dass wir das jetzt machen. Wenn es natürlich relativ viel Erz kostet, aber was soll's. Wir haben dann noch eine weitere Erzmine im Prinzip schon vor uns liegen. Das müsste erstmal soweit passen. Nächster Tag. Ja, ich kann das ja einfach mal mitnehmen. Weisheit. Beobachtungsturm. Fort. Gibt schon mal Abwehr. Kristallmine, auch gut. Das heißt, also irgendwann mal so ein bisschen Richtung Westen noch erkunden, was da noch ist. Das würde vielleicht auch Sinn machen, wenn wir das mit ihm hier machen. Da kann man ein bisschen anderes Zeug hier einsammeln. Kristall brauchen wir. Da kann nicht schaden, ne, für die Zyklope ein bisschen und so. Und natürlich alle Ressourcen am Ende, wenn wir da Marktplätze und ähnliches bauen. So, mal schauen, was mit dem Artefakt hier los ist. Verbessert das Glück, ne, natürlich auch nicht schlecht. Und mal schauen, was die Mumien so sprechen. Ja, Todeswelle hier natürlich nicht hilfreich, aber. Die normalen Mumien sind halt sehr langsam und somit könnten wir hier wahrscheinlich auch die große Mumie theoretisch schon angreifen. Ja, wir werden den Drachen nicht eins weiter nach hinten setzen müssen. Jetzt können wir es, denke ich, vergessen mit den Zaubern. Kein Mana mehr. Aber gut, ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn die uns jetzt hier angreift. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, wieder schön positioniert. Schon mal schön hinbekommen hier.
Meisterpreise, ja, ich denke mal, Bogen ist jetzt nicht. Haben nur eine Fernkampfeinheit hier. Glück hier uns voll machen. Ah, sehr schön, noch mehr Gold. Das ist schon mal eine schöne Menge. Ich kann auch zusätzlich noch diese Orks dort mitnehmen. Die werden uns jetzt natürlich ein bisschen verlangsamen, aber ich denke, macht Sinn, wenn wir die Ressourcen hier erstmal noch mitnehmen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich mit ihm die Orks ja auch noch mitnehmen soll. Oder ob ich sage, wir gehen einfach mal so wieder zurück, um halt dann noch dieses westliche Gebiet zu erkunden. Dann denke ich, okay, wir gehen mal bis zu diesem Fort und gehen dann von dort aus wieder Richtung Westen. War jetzt, denke ich, am Ende die Idee. Ja. Die Söldnerlage auch noch verlockend, weil es Angriffskraft erhöht. Ja, Mausoleum könnten wir auch aufbauen, Pyramide. Lehmhaus macht natürlich auch Sinn. Brücke gern. Können am nächsten Tag, wenn wir nicht zusätzlichen Schwefel finden, noch nicht den Turm weiter ausbauen. Von daher denke ich mal, ist es jetzt auch okay, wenn wir hier ein bisschen was ausgeben. Pfad finden, das habt ihr schon gesehen, das ist ja nützlich. Ja, sonst kann er jetzt ja auch noch ein paar Sachen mit aufsammeln. Das muss ja jetzt nicht sein, dass er direkt dort hinten zu der Burg da hinrennt. Ich denke, jetzt im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich den Wachturm dann doch vergessen habe. Aber na gut, ich wollte dann auch nicht nochmal neu laden. So, dann hier sind Ressourcen noch mitgenommen. Dann geht es jetzt hier natürlich praktisch auch. Ja, wir wollen schon mal ein bisschen nach da oben erkunden. So, sie nimmt auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Gold und so weiter mit. Tempel für die Moral bringt uns, denke ich, nichts. Ich schaue bloß nochmal, ob es wirklich das mal gemacht hat. Ja, da wir eh darüber gehen. Das macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied. Oh, könnt ihr sogar noch mitnehmen. Sehr schön. So, du nimmst das hier nochmal schnell mit und dann geht es aber praktisch eigentlich zurück. Können auf jeden Fall schon mal weg. Die werden wir auf jeden Fall brauchen, die Kriegstrolle. Und ja, wir warten halt noch auf unseren Schwefel im Prinzip. Hier die besseren Litsche schon mal vorbereiten. So,
ist noch in Woche 1, alles okay. Eine Goldmine auch. Jetzt war natürlich so ein bisschen am Überlegen, sollen wir die Route nach da unten noch ein paar mitnehmen. Alles langsame Leute ja natürlich. Also sehr langsam. Und wir nehmen jetzt hier mal so einen, ich sag mal, freien Helden sozusagen, der ja einfach nochmal solches Zeug ein bisschen aufsammelt, damit wir da nicht unseren wertvollen Archibald da hinschicken müssen. Und dann kann der die sinnvolleren Sachen machen. Du kannst eigentlich erstmal warten. Gut, jetzt sind wir doch zurückgegangen, genau. Sandöhrchen. Und noch ein bisschen Ressourcen hier mitnehmen. Ah, mittlerweile sieht es ganz gut aus mit unserem Gold. Schau ich nochmal, sie könnte ihm ja jetzt die langsamen Orks ja gleich mal abnehmen, damit er im nächsten Zug schneller ist. Auch wenn sie jetzt nicht sofort wieder in die Stadt reinkommt, da ist ja erstmal egal. So, ein Schwefel fehlt noch. Für die erste Ausbaustufe hier. Und da könnten theoretisch, denke ich, auch die aufgebaute Pyramide jetzt bauen, weil wir brauchen nur 5 Erz. Rein vom Holz her, denke ich, könnte man langsam anfangen, Marktplätze zu bauen. So, Söldnerlager, Angriff noch dazu. Sehr schön. Schwarzer Turm aufgewertet. Das werden wir natürlich gleich machen. Und wenn wir den aufsteigen lassen würden, lassen wir nochmal schauen hier. Also, natürlich von den Kosten her ist es da gleich die Stärksten dann jeweils mitzunehmen, ne? Aber ich denke, das wird uns dann auch noch auffallen, wenn wir den Grünen zum Roten aufwerten, brauchen wir nicht nochmal zusätzlichen Schwefel, den wir jetzt ja nicht hätten. Das war, denke ich, meine Idee, warum ich das jetzt nicht gleich gemacht habe, ist aber egal, weil wir warten jetzt eh mit ihm dort am Ende des Zuges. Mit aufdecken hier. Ja, kannst auch noch ein paar Sachen einsammeln. Kommst du nicht hin? Du kannst dir dann irgendwann noch mal Truppen hier holen.
Mensch, schauen wir noch mal ein bisschen, was nehmen wir noch gleich mit? Logischerweise. Kriegstrolle wären hier natürlich nicht ganz schlecht. Die Ogre-Lords sind natürlich auch in Ordnung. Wir werden es aber wahrscheinlich hier erstmal schnell lassen. Und mit unserem Barbaren können wir dann natürlich auch schon mal wieder ein bisschen vorausgehen. Beziehungsweise, ja, wir lassen jetzt die Einheiten da und schicken sie wahrscheinlich gleich nochmal los für eine weitere Aufsammlungsrunde hier. Da würde natürlich auch Sinn machen. Wir haben jetzt genügend Kristall. Dann kann sich mal ein Zauberbüchlein hier leisten. Okay, erstmal die Runde hier gewesen. Und dann bin ich nämlich überrascht, dass das keinen Schwefel kostet. Ja, ist natürlich schön. Der Drache natürlich schon wesentlich besser als der normale grüne. 50 AP mehr. Also zumindest schon mal Blitzstrahl, das ist nicht ganz schlecht. Und ich denke, ich werde jetzt einfach für diesen einen Schwefel oder so, den wir haben, mal einen noch mitnehmen. Und danach aber am liebsten natürlich nur noch schwarze Drachen. Saven und mal schauen. Sich was anschließen. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ein bisschen was halten sie ja schon aus. Ja, nimm doch mal ein bisschen Gold hier. So. Alle schön ausgebaut für ihn hier. Ich denke, wir werden hier einfach mal auf die Wölfe in dem Sinne verzichten. Mal die. Unten ist natürlich auch noch eine Goldmine. Ja, das ist theoretisch erstmal egal. Ich meine, theoretisch können wir aus den
der Hütte hier gleich noch ein paar Goblins wieder mitnehmen. Waren jetzt nicht so viele, aber soll's. Besser als nicht. Die haben noch keine Angst vor uns. Das sollten sie aber langsam mal. Da ist eigentlich ein bisschen was Goblin-mäßiges hier verloren. Aber ja, ist denke ich mal noch verkraftbar hier. Und Bogen mit ihm würde ich es vielleicht sogar nehmen, weil wir ja zwei Ranged Units haben, die schon ein bisschen was an Schaden anrichten. Und noch mehr Kristalle. Töter. Ja. Relativ uninteressant für uns. So, du willst einfach nur zurück zur Stadt. Du kannst deine Aufsammlungsrunde machen. Also extrem viele wachsen da halt auch nicht nach pro Woche, ne? Ein bisschen Ressourcen. Das braucht ein bisschen was, dieses Spukhaus. Könnten noch einen Marktplatz hier bauen. Mal schauen, ob das jetzt noch auffällt. Ja. Die schließen sich uns leider nicht an. Greifen wahrscheinlich sowieso zuerst den Drachen an. Ja. Sehr gerne, also da passiert mir jetzt wirklich nichts. War eigentlich eher Quatsch, dass die den angreifen, aber ist zum Glück nichts passiert. Elementare, die sollten auch kein Problem für unsere zwei roten Drachen sein. Einige Chins. Ja, ist aber ein bisschen fragwürdig, sagen wir mal so. Mit ihren HP-Halbierungszeug. Ja, und das ist natürlich gleich den Stack halbiert. Und gleich nochmal halbiert. Ja, das, die Zyklopen und eigentlich alle Einheiten, die wir haben, hauen die einfach weg. Also, okay, da ging natürlich das nochmal drüber. Aber das können wir natürlich nicht annehmen. Als Ergebnis unsere starken Ranged Units ja so stark eingeschränkt. Also ich denke, das bringt auch nichts, wenn man den Kampf nochmal probiert. Der wird erstmal die identischen
Da werden erstmal die identischen Geschichten passieren. Dann gehen wir halt mal hier runter. Ja. Ja, brauchen wir halt irgendwie mehr Schwefel. Windmühle ist nicht extremst hohes Ziel, aber einfach ein paar Ressourcen und so mitnehmen. Schon mal diese Meisterliches hier und natürlich Drachen. Oder schaffen wir das gleich noch? Können wir auch mal Todeswelle machen. Wie gesagt, ihr fehlt da so ein bisschen die Angriffskraft. Also Zauberkraft, nicht Angriff. Wir könnten vielleicht die unteren Wölfe angreifen, weil dadurch, wie die Skelette stehen, kommen die erstmal nicht direkt nach unten, weil das, da könnt ihr ja nicht vorbeilaufen momentan. Natürlich klar, dass die jetzt weg sind, aber wenn wir den Drachen da hinstellen, dann kommt natürlich der andere Wolf auch nicht durch. Vielleicht ja sogar Mystik. Auf jeden Fall schon ein bisschen Einnahmen pro Tag generiert. Mal das Zeug da wieder abgeben. Dazu gibt es natürlich noch ein bisschen was zum Aufsammeln, aber so richtig viel jetzt in seiner Position war es erstmal nicht. Ja, das könnte man sich irgendwie mal noch holen. Hier sind wir im Prinzip so ziemlich durch mit dem Aufbau und hier brauchen wir halt, wie schon gesagt, erstmal wieder Schwefel. Achso, und hier habe ich jetzt aus Versehen, ich wollte natürlich auf Speichern gehen, nicht auf Tag beenden. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Müssen wir jetzt, denke ich, Autosave nehmen. Da habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Mit Autosave hätte es, denke ich, der Ende des vorhergehenden Tages gespeichert. Ja, sogar ein Feld schlechter gegangen jetzt. Also alles nochmal. Okay, hat sie auch gleich mal erledigt.
Prinzip dieselbe Taktik, mehr oder weniger. Das passiert auch, ansonsten werden wir sehen wieder genau das Gleiche. Geht er wieder da hoch. So, diesmal aber der richtige Knopf. Nochmal Angriff. Ja, jetzt haben wir auch ein bisschen Zauberkraft hier. Doch. Also, war jetzt klar, dass wir hier nicht unbedingt verlieren oder so. Ah, also Grundbesitz hätte ich natürlich gern bei jedem anderen Helden, außer bei Archibald gehabt. Mystique ist jetzt auch nicht so extrem stark, würde ich mal sagen, aber wahrscheinlich immer noch mehr wert als Grundbesitz für ihn. Er soll halt schon Skills haben, die ihn auch irgendwie was jetzt für sich selbst auch bringen. Ansonsten für andere natürlich Grundbesitz sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich diesen Friedhof da geben, aber im Großen und Ganzen, das denke ich mal schon okay. Die hat man jetzt auch noch nicht, ne? Genau. Ah, Schwefel. Und da können wir es natürlich vor Glück gar nicht glauben hier. Dieser Orc-Anführer. Das waren bestimmt, wie viel, 20 Stück oder so ungefähr. Ja. Das ist natürlich sehr stark. Nochmal Schwefel. Ja, in dem Fall können wir, denke ich, die 2000 mal ausgeben hier. Ein Angriff, das ist jetzt nicht der Mega-Brüller. Na gut. Und da oben sind noch ein paar Gegnerchen. Ja, leider keine Zauberpunkte mehr. Jetzt mal kein Lich verloren. Die hätten uns ja sowieso angegriffen, aber dann gedacht, dann können wir auch zuerst hinschlagen. Was soll's? Einer halt weg. So, das müsste jetzt auf jeden Fall hier für den schwarzen Turm reichen, oder? Ah nein! Aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall zukünftig auch genügend Schwefel rein, um hier richtig loszulegen. Daher passt das schon. Gegen heiliges Wort. Das brauchen wir natürlich nicht, weil wir keine untoten Einheiten haben mit ihm.
erstmal an Schwefel alles haben, was wir brauchen. Ob uns bei den Artefakt was Böses erwartet. Ja. Zwei Angriffe, das ist doch schon besser. Das ist auf jeden Fall schon mal gelohnt. Achso, ja, ich habe so einen Grund dahin. Und bei der Windmühle waren wir, denke ich, auch schon. Der kann sich dann schon mal zur Truppennachholung hier mal anbieten. So, jetzt reicht's aber hier. Kosten natürlich auch ein bisschen was an Gold. Also, jetzt fehlt uns das Gold, genau. Und hier, wie schon gesagt, sind wir erstmal so weit durch. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt unbedingt die Magiergilde oder sowas noch hochbringen müssen. Also, und weißt du noch was? Na gut. Kannst jetzt mal schnell bleiben. Und vielleicht hier gleich mal noch ein bisschen erkunden. Auf jeden Fall mal Gold für alle mit. Ja. Ist ja noch am nächsten Level ab. Noch eine bessere Magiergilde. Ich meine, so ein bisschen verlockend wäre schon, wenn wir einen guten Zauber noch kriegen. Er braucht halt auch einiges an anderen Ressourcen. Die haben wir schon, die. So, vielleicht am Überlegen, mal, wollen wir uns mit diesen Paladinen oder irgendwas dort anlegen, beziehungsweise jetzt auch so ein bisschen die Überlegung, naja, so langsam könnten wir uns vielleicht auch überlegen, hier schon mal so ein bisschen Richtung Feinde aufzubrechen. Ja, das wird uns nicht helfen. Also, du kannst nicht mehr dahin, weil der jetzt davor steht, genau. Ah, aber wir könnten das Spukhaus bauen. Da sollten wir vielleicht eventuell in der anderen Stadt auch noch diesen Marktplatz nachlegen, aber gut.
Sonst kann man nicht dann auch Vampir Lords kaufen. Jetzt sind wir im Prinzip aus, abgesehen von den Wölfen. Aber sie kann natürlich auch diese Eber einfach behalten, das ist jetzt im Prinzip egal. Handelsposten, den kann ich natürlich unter Umständen auch mal lohnen. Dieser Pfeil. Das ist kein Zauberbuch, aber gut, das erstmal zu wissen, was da da ist. Ja, mit ihr müsste man theoretisch die etwas langsameren Truppen eigentlich ablegen, wenn man es sauber machen will. Für die Movement Points. Ich denke, wir haben das Einzige, was so ein bisschen schade ist, dass wir hier am Anfang jetzt hier unten in diesem Gebiet keine so ein bisschen überlegen. Ja, vielleicht gehen wir doch erstmal hier drüben hoch. Wir haben jetzt in diesem Anfangsgebiet keinen Artefakt gefunden, was irgendwie unsere Bewegungsgeschwindigkeit oder so erhöht. Irgend so ein paar schöne Stiefelchen oder so. Druiden hier, den werden wir ja wohin kriegen. Auch wenn die vielleicht ein bisschen Schaden an uns machen, weil die sind halt schnell. Ja. Zwei Trolle schon mal weg. Okay, ordentlich. Ihr könnt wahrscheinlich hinten bleiben, also selbst wenn ihr jetzt Moral kriegt. Ich hätte wahrscheinlich die unteren angreifen müssen, aber es ist egal. Trolle haben sich regeneriert mit denen, die wir halt davon noch hatten. Goldmine. Du wartest hier und kaufst dann Einheiten nach. Haben wir natürlich theoretisch auch ein paar andere Einheiten noch, aber ich denke mal, die Drachen sind da schon somit das Beste, was wir da haben können für unseren Archibald. Und wir wollen uns jetzt halt nicht unbedingt verlangsamen. Die Minotaurenfürsten würden theoretisch noch gehen, weil die auch sehr schnell sind. Würde ich sagen, nehmen wir sie natürlich als Unterstützungsmacht auch noch mal ein bisschen mit hier. Ja, kannst du wahrscheinlich auch gleich da oben bleiben. Bis er dann dort durchgebrochen ist von da unten. So, wir wollen natürlich noch mehr sehen hier. Ich meine eine Kreuzung. Bis jetzt hatten wir bis auf diese ersten zwei Helden sozusagen, die uns da gleich am Anfang begrüßt haben, ja noch keinen Feindkontakt. Ich will halt jetzt auch nicht ewig warten, weil, wie schon gesagt, die haben halt im Prinzip dann gleich jeder von ihren drei Basiseinheiten jeweils drei solche Städte und
weiß nicht, ob es mir hier jetzt einfällt. Ja, genau. Nehmen wir ihn doch mal dieses Medaillon weg. Und solche jetzt auch noch bessere Moral hat. Ich meine, mit fünf schwarzen Drachen und unseren guten Attributen, da müssten wir eigentlich schon ein bisschen was machen können. 3000 noch was, okay. Trollinskis, wollen Sie sie angreifen? Nö. Zurück. Gehst auch mal mit vor. Und wartest, du erkundest. Was haben wir denn hier? Ja, ganz ehrlich, wir können einfach mal reinschauen. Das sieht erstmal noch nicht so gefährlich aus. Nur ein paar Einheiten erledigt. Und wir haben auch schon mal den wichtigsten Feind, denke ich mal, damit gefunden, weil diese Zauberer, die haben natürlich schon dann mit ihren Titanen, wenn sie so weit kommen, die härtesten Einheiten. Das haben wir ja schon mal in dieser einen Mission gesehen, wo wir eigentlich relativ schnell gegen drei verschiedene Gegner dort auch bestehen mussten. Und am Ende waren es dann eben diese Titanen, die uns da weggefegt haben. So, auch schon mal so ein kleiner Zubringer hier für die Einheiten. Ja, Moral haben wir jetzt mehr als genug. Bisschen Glück auch. Kavallerie. Ich weiß nicht, ob wir die unbedingt angreifen müssen. Das sind, denke ich, nur neutrale Städte. Erstmal, solange die ja noch dastehen, wird da ja noch kein anderer reingegangen sein. Ein Djinn. Die Hälfte der Kriegsrolle erledigt. Ne? Das sage ich, das ist es mir nicht wert. Zauberband der Magie. Macht das gut. Zauberkraft plus 2. Ich meine, wenn wir ein paar Barbaren bringen, sonst ist jetzt eh nicht viel. Vielleicht mal mit umstellen, weil ich bringe ja irgendwas. Ne. So für Archibald oder sowas wäre das schon nicht schlecht, aber erstmal müssten wir es von ihnen aus erstmal dorthin kriegen. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann lass halt gut sein. Wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr halt nicht. Auch nicht angreifen. Ja, das Gold kann dann auch der andere, muss ich noch holen.
Du kannst schon mal was kaufen hier. Also Drachen hier zum Beispiel. Da du eh schon maximale Geschwindigkeit einfach immer hast, kann ich auch einfach loslaufen. Dann ihr mal da hinterher. Ich denke mir, es ist dann im Nachhinein auch aufgefallen, wir hätten theoretisch alle Einheiten ein bisschen rüberschieben können und dann zum Beispiel nur mit Goblins oder sowas kämpfen können. Aber selbst da hätte ich jetzt nicht unbedingt die Hälfte der Einheiten verlieren wollen. Aber gut. So. Okay, dann würde ich ja fast mal sagen, an der Stelle, das jetzt auch schon recht lang geworden ist, werden wir dafür heute mal sozusagen hier mal die Folge beenden, bevor wir jetzt tatsächlich mit dem Feindkontakt reingehen. Also wir haben schon mal gesehen, haben wir uns hier unten alles in Ruhe erstmal so ein bisschen zusammengesammelt und ja, ziehen jetzt halt mal los mit unserer Truppe hier und ja, mal schauen, wie sich das dann ausgeht. Also diese eine Stadt, die wir hier jetzt gerade sehen, die war ja nicht so stark, sagen wir mal, bewacht. Aber mal sehen, wie sich das dann ausgeht und ja, das werden wir dann natürlich beim nächsten Mal mitsehen. Also von daher erstmal soweit. Bis dahin.